herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Offensive Weisen. Ja, mit Ärgers weiß ich noch nicht. Also ich habe noch gar nicht geguckt heute, ob da irgendwas im Google Play Store zu sehen war. Deswegen heute erstmal Orphans. Mal gucken. Wäre cool, wenn das heute oder morgen rauskommt. Dann gibt es morgen irgendwie so weiter und so fort. So, Kinderchen, ihr habt auf jeden Fall schon gevotet, quasi, hätte ich beinahe gesagt. Man müsste ein Vote nochmal bei YouTube erstellen, ne? Dann könnte man das vielleicht besser machen. Ja, so machen wir das. Alles klar, Kinder. So, lasst uns loslegen. So, Klartext. Amber. Dad. Habt ihr diese Kapelle endlich gefunden? Nein. Wir sind noch unterwegs. Verdammt, die Sache mit Wolf geht mir nicht aus dem Kopf. Ist ja klar, war dein Homie. Der Junge war mir inzwischen wirklich ans Herz gewachsen. Anfangs hielt ich ihn noch für einen, ja, wie sagt man das heute, Nerd. Einen jungen Mann, der sein Leben vor Computerbildschirm verschwendet. Aber er war so viel mehr als das. Und nun ist er... Ja... Er war ein toller Mensch. Aber wie du schon sagtest, Dad, wir dürfen unser Ziel jetzt nicht aus dem Auge verlieren. Ja, Ramona ist trotz ihrer Verletzung ziemlich gut zu Fuß. Ich hatte befürchtet, dass wir langsamer vorankommen. Ramona heißt die Verletzte? Was für ein bescheuerter Name auch, ne? Für so ein Navy Seal. Sondereinsatzkommando, Panzerluftwaffe, Kommando, Tante. Ja, dummer Name. Ja, sie hatte zum Glück ein Medikit dabei, sodass ich ihre Wunde notdürftig versorgen konnte. Wie sich herausgestellt hat, sah es schlimmer aus, als es ist. Sie hat zwar ganz schön was abgekriegt, aber die meisten Wunden sind nicht sehr tief. Durch das ganze Blut dachte ich, wirklich, sie sei dem Tode nah. Aber die Schmerzmittel, die man Soldaten ins Gefecht gibt, sind wohl ziemlich stark. Ja, Morphium nennt man das. Sie ist so voller Adrenalin, ich glaube, im Moment würde sie nicht einmal merken, wenn ihr ein Bein fehlen würde. Doch, da könnte sie schlechter laufen. Ich hätte sie krepieren lassen. Ich glaube immer noch, es war ein Fehler, sie mitzunehmen. Hoffentlich rächt sie sich nicht, euer Gutherzigkeit am Ende nicht. Oh, Schnuppelnase. Habt ihr auch so eine Sommerallergie irgendwie? Na, Sommerallergie nicht, so Pollen oder wie nennt sich das, ne? Ja, habe ich seit diesem Sommer erst richtig gekriegt am Schuck hier. So, Amber hat recht. Wahrscheinlich hätte ich mir das nie verzeihen können, sie sterben zu lassen. Amber, was ist mit dir? Konntest du schon irgendetwas entdecken? Irgendein Hinweis, wo diese Bandsprüche sein könnten? Nein, zumindest nichts, was uns weiterhelfen könnte. Hier liegen ein paar Bilder und handschriftliche Aufzeichnungen. Das ist ein Skelett. Der Tod durchs Fenster ins Haus. Ui, ui, ui. Spannung sieht aus. Der Tod ist zu unseren Fenstern eingefallen und in unseren Parteste gekommen. Die Kinder zu würgen auf die Gasse und die Jünglinge auf der Straße. Meine Fresse, solche Schriften, Alter, ne? Ich kann sowas nicht lesen, ey. Teilweise scheinen es einfach nur willkürliche irgendwelche Bibelzitate zu sein. Warum redet sie verdammte Heiligen nur immer von Rätseln? Der Tod zu unseren Fenstern eingefallen. Damit ist wohl der eindeutige Billard gemeint. Ja, das ist wohl so. Und hier noch ein Zitat. Scheint als wär's ein Vers aus einem Psalm zu sein. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Denkt ihr, sie meint den Weg zu den Bandsprüchen? So leid es mir tut, aber es führt doch so nichts. Ich kann am besten Willen nicht nichts damit anfangen. Durchaus möglich. Ich weiß nicht so recht. Ständig ist die Rede vom Recht. Rechten Weg vom Licht. Genau wie bei diesem Bild, was du aus der Cloud meines Vaters hattest, Tom G. Erinnert ihr euch? Wohl nicht. Oh Gott, was ist denn nochmal so heiß hier im Auto? Oh. Ihr habt recht!
So kommen wir nicht weiter. Sieh dich weiter um, Schatz. Vielleicht findest du ja dennoch etwas Brauchbares. Ich habe zwar wenig Hoffnung, aber okay. Henri. Was ist das nur für ein Raum? Wen zum Teufel hat man hier schlafen lassen? Nicht mal einen Hund würde ich hier einsperren. Ja. Oh Gott, in diesem Raum haben sie damals die Leiche von Thomas gefunden. Henry, du bist am Arsch. Genau, wir erinnern uns noch alle dran an diese Mutprobe. Kein Zweifel, Kindchen, das ist derselbe Raum. Was zum Teufel? Rede nicht vom Teufel an so einen Ort. Das ist ein schlechtes Omen. Was ist los? Ich bin nicht sicher. Ist das real oder fange ich etwa an zu halluzinieren? Nein, Henry, das war eindeutig real. Licht. Es geht immer wieder ums Licht. Du musst, das muss doch enger das bedeuten. Ihr solltet zusehen, dass ihr weiterkommt. Okay. Ja, das glaube ich inzwischen auch. Wir sollten zusehen, dass wir zur Kapelle kommen. Je eher wir dort sind, desto besser. Ich glaube, Ramona wird sich dann auch dringend ausruhen müssen. Was geht mich Ramona an? Ramona. Allein schon Ramona. Was hast du getan? Sandy, du hast sie umgebracht. Was? Annie? Ich? Es tut mir so leid. Okay, wir sollten es mal irgendwie anders sprechen. Ich kann es nicht kontrollieren. Das war nicht ich. Ich habe solche schreckliche Angst, Annie. Wie ist es möglich, dass ich jetzt Nachrichten schreibe in Jenseits, Alter? Aber was sollen wir denn jetzt nur tun, Mika? Soll ich jetzt so reden oder soll ich lieber animäßig reden? Du musst mir helfen. Alleine schaffe ich das nicht. Aber gemeinsam können wir es besiegen. Aber ich habe mich für so entschieden. Zusammen haben wir doch immer alles geschafft. Bitte, Anni. Aber was soll ich denn machen? Diese Dämonen sind in dir, nicht in mir. Ja, und er wird immer stärker. Oh mein Gott, Mika! Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ihr Menschen seid so jämmerlich. Mika? Euer Gewinsel nach Gott ist so erbärmlich. Er hört euch schon ewig nicht mehr zu. Bitte, Mika, du musst gegen ankämpfen. Mika ist tot und du wirst es auch bald sein. Zeit, deinen Worten Taten zu folgen zu lassen, Tomji. Deine Freunde aus dem Dorf. Ihnen ist gelungen zu fliehen.
und sie haben einen unserer Brüder getötet. Sie können noch nicht weit gekommen sein. Und ich weiß, dass du mit ihnen in Kontakt stehst. Wo also haben sie verkrochen? Wir haben Pläne für die beiden und es ist äußerst wichtig, dass wir sie finden. Nein, verdammt, ich kann es nicht. Ich kann euch nicht sie ausliefern. Es tut mir leid, ich weiß nicht, wo sie sind. Sie sind in einem verlassenen Haus am östlichen Rand des Dorfes. Du lügst. Du Narr. Nun hast du auch dein Schicksal besiegelt, indem du dich auf ihre Seite entschieden hast. Ja, und ist doch in Ordnung. Wir werden sie auch ohne deine Hilfe finden. Ihr werdet gemeinsam untergehen. Oh, Wolf, wie ist das möglich? Die Todgeweihten grüßen euch, dich. Bitte entschuldige, dass ich mich jetzt erst melde. Aber diese Schweine waren bei mir zu Hause. Was? Ich musste Hals über den Kopf abhauen und meine Sachen zurücklassen. Was? Wolf, aber ich dachte, du seist... Wer auch immer das gemacht hat, versteht etwas von Bildbearbeitungen. Warte mal kurz. Ich denke, dieses Foto dient als Grundlage für die Fotomontage. Ah ja. Im Sitzen eingeschlafen, wa? Oder beim Kacken eingeschlafen, weiß man halt nicht. Es entstand in einem unrühmlichen Moment, in dem ich von meiner Freundin dabei erwischt wurde, bei der Arbeit eingeschlafen zu sein. Wahrscheinlich hatte sie das irgendwo auf einen Social-Media-Kanal hochgeladen. Aber wieso behauptet Black, du wärst tot? Das ist eine gute Frage. Zumal er ja nicht wusste, dass du mitliest. Aber wie du siehst, ich lebe. Ich bin bei einer guten Freundin untergekommen. Shadow ist ihr Name. Sie verfügt ebenfalls über recht ansehnliches Equipment, sodass ich nun von hier aus weitermachen kann. Und ich dachte wirklich, wir hätten dich verloren. Du bist einfach der beste Wolf. Ich bin froh, dass du lebst. Du kannst dir nicht vorstellen, wie erleichtert ich gerade bin. Boah, es ist heiß mittlerweile im Auto, ne? Ich muss gestehen, es war arschknapp, ne? Um Haaresbreite hätten sie mich erwischt. Und ich wäre tatsächlich einem Mein Gott, wenn man versucht, cool und schnell zu lesen, haut das manchmal nicht hin, ne? Okay, wir wissen alle, worum es geht. Hätte ich nicht vorgesorgt und mir für den Fall dieser Hätte ich nicht vorgesorgt und mir für Fälle wie diesen einen Fluchtweg geschaffen. Guck mal da. Aber hier bin ich, live und in der Farbe. Ja. Guck mal. Und wie gesagt, sorry, dass ich dich nicht schon vorher informiert habe. Aber ich musste sicher gehen, dass der Chat zwischen uns beiden abhörsicher ist, bevor ich mich wieder melde. White darf unsere Gespräche auf keinen Fall mitbekommen. Okay. Wieso White? Sie ist auf unserer Seite. Du traust ihr als immer noch nicht. Du hast recht, inzwischen bin ich gegenüber auch skeptisch. Na, mal gucken. Mal gucken, was er dazu zu sagen hat. Da wäre ich mir nicht so sicher, Tomji. Ich habe nachgedacht. Es passt irgendwie nicht zusammen. Erinnerst du dich noch an die Excalibur? Sie hat doch angeblich dafür gesorgt, dass die Wachen verschwinden.
Das bedeutet, sie muss von der Bombe gewusst haben. Wie hätte sie sonst wissen können, dass die Wachen abziehen würden? Und auch sonst kommt mir das alles sehr, sehr merkwürdig vor. Hast du schon mal ihr Instagram-Profil gesehen? Wo wussten diese Typen, wo ich war? Ich bin von Haus aus ziemlich vorsichtig, wenn es um meinen Standort oder andere persönliche Daten geht. Das alles ist wirklich ziemlich merkwürdig, aber sie hat uns die ganze Zeit geholfen, Wolf. Irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen, Wolf. Was ich merkwürdig finde, dass sie auf einmal Wolf da irgendwie bezichtigt hat, ne? Und dann eben halt noch angeprangert hat, unvorsichtig zu sein. Auf jeden Fall sollten wir die Augen aufhalten, Tomsi. Wo wir gerade beim Thema sind. Ich konnte mir Zugang zu einem der Zentralrechner verschaffen. Wie es scheint, werden darauf auch die Chatverläufe der Diensthandys gespeichert. Und anscheinend war Henry auch schon länger im Visier. Sieht aus, als wären da auch noch Gespräche von ihm mitgeschnitten worden. Leider verschlüsselt und es kommt immer auch wieder zu Übertragungsabbrüchen. Aber du kannst helfen, Tomji. Du kannst hacken. Um sicherzugehen, dass mir die Typen nicht auf die Schliche kommen, habe ich ein Skript programmiert. Es lädt uns unregelmäßige Zeitabschnitten wahllos einer dieser Dateien herunter. Nach und nach sammeln wir so hoffentlich Daten und Beweise, mit denen wir diese Wichse fertig machen können. Ich glaube, Beweise helfen uns nicht weiter. Es geht um einen Dämon, der beschworen wird. Sekunde. Black und Co. sind online. Irgendwas tut sich in der Pale-Man-Gruppe. Seltsam. White hat doch dafür gesorgt, dass ich mitlesen kann. Da haben wir's. Vielleicht ist ihre Weste ja doch nicht so white, wie sie immer tut. 5 € in die schlechte Wortwitzkasse. Ja. Moment. Ich spiele es dir kurz rüber. Okay, Kinderchen, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Boah, ich muss mal ganz kurz abbrechen. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge, Kinderchen. Lass uns denn doch dann weitermachen, was da in dieser Pearlman-Gruppe passiert. Und wie gesagt, mal gucken, ob er jetzt derzeit auch da nochmal irgendwann mal rauskommt. Ja, danke fürs Reinschalten und tschüssli Müsli. Pupi, pupi.